Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf der Karte für die gerade eben in Thüringen, Version 3.1 von 1. Ich weiß auch nicht, warum die 3er, 2er nicht kommt, keine Ahnung. Entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt ja noch zwei Möglichkeiten, entweder weil es sich nicht mehr lohnt oder weil die Tests schief gelaufen sind. Und er sich vielleicht jetzt eher auf die neuen Sachen konzentriert. Also ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr gelesen im Forum. Von daher, naja, ich denke mal, wird trotzdem funktionieren, ne? Seit Mais Plus, die Update, habe ich zurückgenommen. Man sollte allgemein einen zweiten Ordner haben als Backup und dann, wenn man doch was schief geht, dass man da drauf zurückgreifen kann zur Not, ne? Ich hatte das Pech, dass mein BIOS-Update schief ging und ich dadurch der Rechner nicht zugriff, also nicht zugreifen konnte auf die Mods und auf dem anderen Rechner gespielt habe. Dadurch aber trotzdem die Mods auf dem anderen Rechner nochmal blieben. Und dann, wo er wieder heile war, da war das glücklicherweise noch die alten Mods drauf und dadurch konnte ich das retten. Das wäre jetzt überall Silogras. Ob das Silogras weggetaucht wäre, glaube ich eher nicht. Das ist ja das ganze Problemchen dabei, ne? Junge, mach ihn leer. Oh ja. Die Lüge ist doch gar nicht, sondern mal 7. Ja, ich muss mich mal beeilen. YouTube, wenn du viel hochlädst, die brauchen nicht lange zum Bearbeiten. Das muss ich dann spätestens morgen hochgeladen haben. Also ist die erste Frage, ob die Tür auch funktioniert. Ne? Bin die Tür noch nicht fertig, also hochgeladen. Keine Folge. Muss ich noch heute hochladen normalerweise. Damit es auch entsprechend in der richtigen Farbe und Auflösung da ist. Also Full HD auf jeden Fall. Und wer möchte, kann auch gerne 2K gucken. 2K mache ich deswegen wegen dem Farbcodec. Damit ihr dasselbe sehen könnt wie ich. Also von der Farbe her. Sonst gibt es einen schlechteren Farbcodec. Also das ist. Ihr müsst nur Rechtsklick machen, um der Statistik interessierte und da kann man den Farbcode sehen. Und wer die V9 hat, hat den besseren und die 1, noch was ist der schlechte A, auch CC glaube ich, ist der schlechtere Farbcode. Da sind die Farben nicht so gestochen scharf, ne? Also Hauptsache die BGA kann alles verarbeiten, das ist immer nicht das Problem. Ich habe ja 2 schon für 3 genommen. Ne? Also, wenn das Abfahren klappen würde, wenn das jetzt nicht klappt mit dem großen, dann muss ich dann den kleinen nehmen, also tauschen. Die Anhänger sind ein bisschen kleiner, die Anhänger. Das kann ein bisschen Vorteil sein. Ne? Aber aktuell fahren alle bis auf einen, der ist gerade voll mal. Aber ich staune, wie das so funktioniert, dass die dann, wenn die wissen, die Straße blockiert, dass der andere entsprechend wartet, ne? Da staune ich. Das sind 2 hier blockiert. Wenn nicht beladen, einer der irgendwie steht. Das ist. Ja, dass du keine Namen für eingeben kannst, wie Traktoren. Das wäre ideal, ne? Nicht Käse oder so, da weiß man nicht. Besten Fahrer, was er gerade macht, ne? Könnte man ja am nächsten LS drüber nachdenken, ob das machbar ist. Dass man hier Profi TT
Oder man muss halt verschiedene Traktoren haben, ne? Das ist auch eine Option. So, ich halte mir durch, weil irgendwo steckt mir einer. Hier gucken wir gleich. Ah, alles frei. So, stellen wir ihm noch ein hier, ne? Für eh rum. So. Beladen, Göllehof, Beladen, Gölle geht nicht, mich auch nicht, Hof 3, B, glaube ich, B war es gewesen. Ansonsten könnte ich es ändern, Abladen, Bega Hof 3. Ja, Dünger habe ich gehört, Düngerproduktion geht nicht weiter, weil Gas zu teuer ist. Jetzt haben wir Oktober, viele machen noch die Aussaat fertig, das ist ungünstig, ne? Schlecht für die Erträge für nächstes Jahr, heißt wieder im Prinzip, dass theoretisch, da ist der Kurs und Kursplaner aktiviert, den können wir löschen, den brauchen wir nicht. Aber nicht so BGA, ne? Unser Milchfahrer hat wieder nicht geschafft. Gut. Werden wir gleich mal Schnee räumen hier. Und zwar machen die Methode mit einem Gerät, das mir ein bisschen zu müssen wir Ausgleich machen, ne? Auf Mausrad drücken, dann geht das weg. Die Kurve schafft. Also die Grube hier um die Ecke kommt, also mit Räumen hier, ist ja auch kein Spaß, ne? Junge, anstellen. So. Klar, wenn er hier mit Gas runterkommt, mit Vollgas. Bremsen muss und dann hat Schnee, dann rutschen die weg, ne? Ist so, kann das nicht erkennen. Dazu ist das nicht gedacht. Ja, Winterreifen haben wir auch nicht, in dem Sinne. Und selbst die rutschen ja immer ein bisschen, ne? Aber da habe ich jetzt schon bestellt, die Winterreifen. Ja. Muss ja sein. Also dann habe ich nächstes Jahr habe ich mehr Ruhe. Übernächstes Jahr auch. Die halten bei mir ein bisschen länger. Wenn die nicht gerade auf der Auffahrt bergauf die Räder durchdrehen. Ja. Wollen wir nicht hoffen, ne? Das Problem, wenn jetzt ein bisschen Schnee liegt und ich nicht hochkomme, dann drehen die Räder durch und dann komme ich irgendwann nicht über den Knickpunkt und dann stehe ich da. Dann heißt es rückwärts runterrutschen. Und das ist ja eine Verkehrsader hier. Entschuldigung. Wenn sie alle treffen, ne? Ja, ungünstig. Ne? Blocking. Dann wird das andere voll. Ja, das wird voll sein. Die muss dann voll sein. Müssen wir ein bisschen auf 15 stellen. Was die BGA entsprechend verarbeiten kann. Nimm kein Schnee auf, dann müssen wir auskippen. Aber sieht gut aus, ne, der Vega. Also Silo schon schön geleert. Bin ja gespannt, ob wir ihn mal richtig wieder machen können, ne?
22er. Ja, muss ich sehen. Die Marsch werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Ob dann das ganz gut aussieht von der Karte. Aber die Nachfrage ist dann logischerweise nicht so hoch in der Tatsache, dass ja, das ist ja halt so, dass er dieselbe spielt, der Modder. Und wer jetzt Interesse hat, der guckt sich natürlich logischerweise die bei mir an. Und bei sich selber, ne? Bei ihm, ne? Ich möchte ja eigentlich ein bisschen wachsen als Kanal und deswegen muss ich eine Karte nehmen, die sonst keiner schaut, ne? Ist ja halt so. Ich probiere viele Sachen aus und jetzt halt Icarus und Diablo. Muss ich auch immer finden. Ne? Das ist ja nicht so, dass schlagartig denen es vorgeschlagen wird, auch nicht für interessiert. Das ist ja immer ein bisschen komplex. Ne? 7 Grad, ja, Gott sei Dank, so stehen wir weg. So ist er nicht eingestellt. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob das da klappt. Zwar hier bei der BGH. Ja, das war mir klar. Junge, lass dir Zeit. Hab ich geahnt. Okay, was ja klar kommt, mal sehen. Einsteigen. Komischerweise fährt ihr jetzt Müll, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Müsste doch nur. Wir müssen noch ranschieben. Das ist vielleicht. Spiel, ne? Der jetzt klarkommt, weiß ich mal sehen. So früh zurück. So, ungünstig, ne? Muss ich eingreifen? Mal schauen, vielleicht ist er mit dem kürzeren Hänger besser dran. Glaube eher nicht. Hunger. Schlecht. Schlecht. Und
Schon dritte. Achso, ist ja, ist der andere ja entsprechend ja gut Ehrenrunde gefahren, ne? Es dauert eine Weile, bis die BGH leer ist, wollen wir die Geschwindigkeit erhöhen. 30, 120. Runter, ich finde auch normal. Weiß ja nicht, wieso das Wegfahren klappt ja jetzt zumindest, ne? Aber wie gesagt, das klappt auch nicht, nicht, ne? Ich müsste mal den blauen Punkt wegnehmen da. Diesen einen Punkt muss ich wegnehmen. Ein Mist. Also der nächste klarkommt. Einen starken Bauern haben, aber ich will tatsächlich extra eingreifen. Weil dann stehen sich im Wege. Gut, dann mal hier voll machen hier, Stau. Also die anderen läuft, ne? Mücke, kommst du hier? Oh, ich find's auch geil. So, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Und tschüss und ciao, ciao. Mal leicht die Mücke killen. Ja, morgen geht's hier weiter. Bis jo. Am Freitag. Tschüss und vielen Dank, dass ihr reinschaut.